Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Klaassen-Beblo, wenn von meiner Fraktion nicht, wie es ansonsten hier üblich ist, ein Abgeordneter, eine Abgeordnete, die auch Mitglied des Unterausschusses Haushaltskontrolle ist, spricht, dann liegt es daran, dass Frau Dr. Schmidt kurzfristig erkrankt ist. Ich hoffe, ich kriege das hier trotzdem jetzt einigermaßen hin. Der Rechnungshof hat entsprechend seines Verfassungsauftrages seinen Jahresbericht vorgelegt und der hat wieder Beispiele aufgedeckt, wo der Senat Geld verschenkt, wo der Senat Geld verschleudert, wo Einnahmen verschenkt werden, wo die Verwaltung ineffektiv handelt und wo sie nicht korrekt handelt. Dafür, für diese Arbeit, herzlichen Dank an Sie, Frau Klaassen-Beblo, und an Ihr Team. Er hat aber auch darüber hinaus, und darauf möchte ich mich hier vor allem eingehen, den Finger in die Wunde gelegt und auf eine grundsätzliche finanzpolitische Schieflage im Land aufmerksam gemacht. Die ist nicht neu, aber sie wird immer drängender, und das betrifft den Umgang mit den Investitionen. Schon in der Vergangenheit waren wir uns mit dem Rechnungshof darin einig, dass sich die Investitionen in einer wachsenden Stadt oder an der wachsenden Stadt und zugleich an den stetig anwachsenden Sanierungsbedarf ausrichten müssen, erst recht dann, wenn die finanziellen Spielräume im Haushalt dafür vorhanden sind. Dazu gehört ebenso die Konsolidierung des öffentlichen Infrastruktur wie des öffentlichen Straßenlandes, wie auch die Ertüchtigung der öffentlichen Verwaltung, um das umzusetzen. Und der Senat, Herr Jauch, der Senat und die Koalition verlegen sich auf einen anderen Weg. Nämlich, sie sagen, wir erfüllen diese Aufgabe durch die einmalige Bereitstellung von Investitionsmitteln im Rahmen des sogenannten Sondervermögens Infrastruktur für die wachsende Stadt. Nun sind das sicherlich dringend notwendige Investitionen in Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Polizeistandorte darunter. Allerdings kann man nicht so richtig erkennen, dass die Auswahl dieser Investitionen in irgendeiner Form einer erkennbaren Strategie folgt. Sie ist wohl eher dem Koalitionsproporz und auch wohl von Wahlkreisgefälligkeiten, sie ist eher Wahlkreisgefälligkeiten geschuldet. Aber eins ist in jedem Fall klar, das reicht nicht. Für die Jahre 2015 und 2017 sind bisher keine Finanzierungsüberschüsse geplant, die eine Zuführung weiterer Mittel an das Sondervermögen erlauben. Und es ist schon angesprochen worden, in der mittelfristigen Finanzplanung bleibt es bei einer weit unterdurchschnittlichen Investitionsquote, und bei der soll jetzt auch noch der Bedarf für die BER-Pleite eingerechnet werden. Das ist alles eine völlig unzureichende Situation. Was wir brauchen und was fehlt, und was der Rechnungshof anmahnt, und das völlig zu Recht, sind Konzepte für nachhaltige und kontinuierliche Investitionen. Zu Recht kritisiert der Rechnungshof eine fehlende bedarfsgerechte Erhaltungs- und Finanzierungsstrategie für die öffentlichen Straßen zum Beispiel. Und wo sind denn die Konzepte für die bezirkliche Infrastruktur, für Hochschulen, Krankenhäuser, für Schulen und so weiter? Der Bedarf ist riesig. Die Berlinerinnen und Berliner erleben immer mehr, dass die Stadt nicht funktioniert. Aber eine solche Strategie ist nicht vorhanden. Und das Modell Sieber, ist das genaue Gegenteil davon. Es ist genau das genaue Gegenteil zu einer langfristigen Investitionsstrategie. Und eine solche langfristige Investitionsstrategie ist deswegen notwendig, weil es schlichtweg bei dieser Höhe des Investitionsstaus gar nicht möglich ist, mit einem Haushalt in einem Jahr den Investitionsstau abzubauen. Dazu braucht man eine langfristige Planung. Aber wann fließt Geld aus Sieber? Wenn der Senat sich zufällig verrechnet hat. Nur dann gibt es Sieber. Nämlich, wenn entgegen der Planung des Senats am Jahresende Geld übrig bleibt. Das ist das genaue Gegenteil von einer langfristigen Strategie. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt viele Bereiche, die hier schon angesprochen sind, mit denen der Rechnungshofbericht sich auseinandersetzt. Natürlich auch das Thema Bauinvestitionen und Genauigkeit der Planung und Kostenkontrolle. Hier haben wir viel zu tun. Wir haben es gerade schon gehört, 75% der neu beginnenden Baumaßnahmen werden ohne Bauplanungsunterlagen etatisiert. Im Übrigen, kleiner Schlenker, auch das ist ein Thema, das wir bei den SIWA-Maßnahmen sich angucken müssen, denn die sind alle komplett ohne Bauplanungsunterlagen in SIWA aufgenommen worden. Hier gibt es Anstrengungen des Parlaments, die sehen wir sehr wohl, aber ich glaube, dass wir hier noch deutlich weiterkommen müssen. Der Rechnungshof hat an dieser Stelle die Finger in die Wunde gelegt, aber er kann nicht selber umsteuern. Das ist die Aufgabe der Politik.
Und ich weiß nicht, ob noch irgendjemand glaubt, ob diese Umkehr in Senat und in Koalition, ob dafür irgendjemand die Kraft hier findet.